Nächster Redner ist für die Fraktion Die Linke der Kollege Oskar Lafontaine. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Übereinstimmung herrscht in diesem Hause über die Feststellung, dass die Energiepreise in den letzten Jahren davongelaufen sind. Die Zahlen zu Beginn dieses Jahres kennen die meisten. Der Strompreis hatte sich um rund 25% erhöht, die Benzinpreise um ein Drittel und der Ölpreis hatte sich verdoppelt. Konkret sieht das so aus, dass viele sich das Leben nicht mehr leisten können, was sie sich in den Jahren davor geleistet haben. Im letzten Winter war es so, dass mir Händler erzählt haben, dass er Leute antrifft, die frieren, weil sie kein Geld haben, um das Öl zu kaufen. Und im letzten Jahr war es auch so, dass mir Händler erzählt haben, dass immer mehr Kunden beispielsweise über Kredite die Ölrechnung bezahlen. Dies, finde ich, ist eine beängstigende Entwicklung. Und wenn man gleichzeitig hört, dass beispielsweise immer mehr Haushalte den Strom gesperrt bekommen, weil sie Rechnung nicht mehr bezahlen, dann kann man das nicht nur auf das Thema Angebot oder Nachfrage reduzieren. Hier geht es um Menschen, hier geht es um Haushalte, da geht es um Eltern mit Kindern. Und deshalb müssen wir hier irgendetwas unternehmen. Und das Bedauerliche an dieser Debatte ist wieder, meine Damen und Herren, dass alle in der Analyse, dass die Preise so hoch sind, übereinstimmen. Dass aber, wenn man dann genau hinhört und sagt, ja, was soll denn geschehen, zumindest was die Regierungsmehrheit angeht, keine Bereitschaft erkennbar ist, sich auf irgendeine Maßnahme zu einigen. Es sei denn, man reduziert das eben auf die Anrechnung. Auch das begrüßen wir, oder auf die Tatsache, dass man bei den Heizkosten, beim Wohngeld jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Aber das ist ja nur eine minimale Lösung. Hier brauchen wir eine wirklich durchgreifende Lösung. Und was die Anträge angeht, Sie mögen ja mit unseren Anträgen nicht einverstanden sein. Ich möchte aber unsere Position hier deutlich sagen, wenn Sie Anträge vorlegen, die zu einer Verbesserung der Situation der Haushalte führen, werden wir Ihnen zustimmen, weil wir nicht der Meinung sind, dass das, was wir hier vortragen, unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein muss. Das gilt beispielsweise auch für die Anträge der FDP, wobei ich nur auf einen Sachverhalt hinweise. Aus den Erfahrungen wissen wir, dass steuerliche Ermäßigungen nicht unbedingt in den Preisen weitergegeben werden. Das wäre dann eine Frage, die wir klären müssten, wie wir sicherstellen, dass wir eben beispielsweise die Reduktion der Mehrwertsteuer dass wir dann auch sicherstellen können, dass das dann beim Endverbraucher ankommt. Denn Erfahrungen gibt es ja hinreichend, dass dies eben nicht beim Endverbraucher ankommt. Ich sage das nur, um ein Sachargument einzuführen, nicht um Ihren Antrag abzuqualifizieren. Nun, meine Damen und Herren, das Ganze ist aber eine Frage, die für uns auch eine grundsätzliche Frage ist. Was verstehen wir unter sozialer Marktwirtschaft? Ich habe heute ja wieder interessante Aufsätze und Interviews gelesen zu diesem Thema. Und ich muss doch jeden ermutigen, der eben das Wort soziale Marktwirtschaft in den Mund nimmt, zu sagen, was er denn darunter versteht. Mit Einstieg und Aufstieg, wie ich das heute gelesen habe, ob da irgendetwas Brauchbares oder Wertbares gesagt ist, weiß ich nicht. Ich möchte für unsere Fraktion noch einmal hier sagen, für uns ist eine Marktwirtschaft dann sozial, wenn sie fallende Löhne und Monopolpreise, Oligopolpreise verhindern. So einfach ist die Definition. Denn fallende Löhne führen zu fallenden Renten und führen zu sinkenden sozialen Leistungen und steigende Preise, wie wir das jetzt leben, führen zu einer Verarmung der Bevölkerung. Und weil Sie diesen Zusammenhang in Ihrer ganzen Arbeit nicht herstellen, haben wir schlicht und einfach eine Entwicklung, dass wir im letzten Jahr fallende Löhne und Renten hatten und steigende Energiepreise und damit eine systematische Verarmung der Bevölkerung. Die Schuld daran trägt aber die Mehrheit dieses Hauses. So simpel ist der Zusammenhang. Und so als hätte sie heute mir ein Argument liefern wollen, hat unsere verehrte Bundeskanzlerin in ihrem Interview zur sozialen Marktwirtschaft dann befragt, was sie denn eigentlich so bewirkt und erreicht habe, festgestellt, wir haben Folgendes erreicht, weniger Staat ist ein Zugewinn an Freiheit für viele Bürger. Das müssen Sie klatschen. Mit diesem Satz, meine Damen und Herren, steht die verehrte Bundeskanzlerin in krassem Gegensatz zum Aufklärer Rousseau, der gesagt hat, zwischen dem Starken und dem Schwachen befreit das Gesetz, während die Freiheit unterdrückt. Nun stellen wir vor der schwierigen Frage, wer hat recht? Frau Merkel oder der Aufklärer Rousseau? Ich glaube, wenn man die Geschichte der Menschheit, der Welt in den letzten Jahren betrachtet, sieht man doch überall dort, wo die Schwachen durch Gesetze nicht geschützt werden, werden sie immer in größere Schwierigkeiten kommen und ihr Leben immer weniger bewältigen können. Also sie hat überhaupt keine Kenntnis von den philosophischen Grundlagen einer sozialen Marktwirtschaft. Das ist der Punkt, über den wir hier reden. Und solange man diesen Zusammenhang nicht sieht, sind viele Menschen in dieser Armutsfalle.
Ich könnte sie auch Merkel-Falle nennen. Auf der einen Seite Verweigerung des gesetzlichen Mindestlohns, auf der anderen Seite steigende Energiepreise. Und dann wundert man sich auch noch, dass immer mehr Haushalte in Schwierigkeiten kommen. Warum erkennt man diese Zusammenhänge schlicht und einfach nicht? Wir haben nun einmal in Deutschland aufgrund ihrer verfehlten Politik einen riesigen Niedriglohnsektor, 25%, der größte aller Industriestaaten. Wir haben in Deutschland im letzten Jahr trotz wachsender Wirtschaft fallende Löhne und Renten. Und wir haben mittlerweile aufgrund des Eigenberichtes 5,2 Millionen Haushalte mit 500 bis 900 Euro Haushaltseinkommen, Nettoeinkommen. Was ist denn das für eine Lage? Da stand hier meine Kanzlerin vor ein paar Monaten und hat gesagt, Deutschland hat Grund zur Zuversicht. Sie reden dann immer wieder von Haushaltskonsolidierung. Es gibt Menschen, die überlegen sich, was vielleicht darunter gemeint sein könnte. Es gibt viele Haushalte, die wären froh, wenn sie von Haushaltskonsolidierung reden könnten. Im Moment geraten sie in immer größere Schwierigkeiten, weil die Privathaushalte durch die Entwicklung der Löhne und Renten und der Preise immer mehr in eine Situation kommen, dass sie ihr Leben nicht mehr gestalten können. Haushaltskonsolidierung, mal von den Ärmeren unserer Bevölkerung her gesehen, wäre vielleicht ein Thema auch für die Mehrheit dieses Hauses. Nun gibt es einige kurzfristige Maßnahmen, die zu treffen sind. Das Bedauerliche ist ja, dass hier rumgeredet wird. Wir könnten durch eine einzige Entscheidung, können wir die Dinge erledigen. Nehmen wir doch nur mal die Pendlerpauschale, wo Sie einen lächerlichen Zirkus hier aufführen von der CDU-CSU. Man hat fast den Eindruck, als hätte die CDU sich mit der CSU abgesprochen, wir führen das Theater bis zur bayerischen Landtagswahl, damit Sie immer wieder das Thema Pendlerpauschale via CSU auf die Tagesordnung setzen können und wir blockieren, dass wir in der Haushaltskonsultation. Das ist unredlich. Kommen Sie endlich zu irgendeiner Entscheidung. Sagen Sie ja oder sagen Sie nein. Steht schon so in der Bibel. Dasselbe gilt für die Sozialtarife. Hier ist ja einiges gesagt worden von meinem Vorredner. Es gibt verschiedene Modelle. Auch hier würden wir sagen, Herr Kollege Herr Kollege Hempelmann, auch wir, jetzt können Sie sich vielleicht überlegen, warum ich hier gestockt habe. Aber gut. Ja, das war wirklich, ist nicht bösartig gemeint. Ich habe hier schlicht gestockt. Sie haben eine Reihe von Fällen hier genannt. Auf jeden Fall ist es so, auch hier würden wir jedes Modell mittragen. Aber es nützt doch nicht, dass wir hier endlos Debatten führen und nichts, aber auch gar nichts geschieht. Und deshalb sagen wir, die Sozialtarife sind eine Möglichkeit. Sie sind eine Möglichkeit. Wir wären bereit, jeden Vorschlag zu akzeptieren, aber es geschieht nichts. Und an dieser Stelle wird dann immer wieder gesagt, ja, aber wir haben das Geld dazu nicht. Auch das ist ja hier für jeden, der gutwillig irgendetwas überprüft, nachvollziehbar, dass das Geld selbstverständlich da ist. Es ist hier eben von den Gewinnen aus dem Emissionshandel die Rede gewesen. Einer hat von einer Milliarde in diesem Jahr gesprochen. Das Öko-Institut hat jetzt ausgerechnet in den nächsten 4 Jahren 35 Milliarden, wenn man so will, Gewinne. Einfach Gewinne. Nun mag die Hälfte nur richtig sein. Das heißt, das Geld ist dazu da, wenn Sie so wollen, den Menschen entgegenzukommen und ihre Lebenssituation zu verbessern. Warum tun Sie denn nichts, meine sehr geehrten Damen und Herren? Und dasselbe gilt für die Mehrwertsteuer. Da gibt es ja verschiedene Rechnungen. Da haben viele ausgerechnet, dass allein der Mehrwertsteuergewinn aufgrund der Strompreisentwicklung ausreichen würde, Sozialtarife einen Einstieg zur Finanzierung. Warum tun Sie denn nichts? Warum kassieren Sie nur die Mehrwertsteuer und sind nicht bereit, Sozialtarife einzuführen und das den Menschen weiterzugeben? Längerfristig, meine sehr geehrten Damen und Herren, das möchte ich dann auch noch sagen, wenn Strukturmaßnahmen zu ergreifen, um Energiepreisbildung durch nationalstaatliche Entscheidungen zumindest zu dämpfen. Wir schlagen dazu nach wie vor die Kommunalisierung der Energieversorgung, die Rekommunalisierung. Denn man sieht doch, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, als wir noch eigene Erzeugung hatten in den Städten, konnten wir zumindest dann solche Entscheidungen selbstständig treffen. Das ist ein Zugewinn an Demokratie. Deshalb sind wir für die Rekommunalisierung der Energieversorgung. Und dass man bei den Netzen eine wie auch immer geartete stärkere staatliche Kontrolle braucht, verstehe ich von selbst. Ich freue mich ja, dass innerhalb der SPD-Fraktion der Diskussionsprozess fortgeschritten ist und dass die Abqualifizierung durch den Bundesumweltminister, was die Netzverstaatlichung angeht, mittlerweile anderen Einsichten gewichen ist. Ich fasse zusammen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Energiepreisbildung, die Entwicklung der Energiepreise ist für viele Haushalte, nicht für uns alle hier, aber für viele Haushalte ein großes Problem. Das Problem für diese Haushalte ist aber auch, dass wir uns einig sind, dass das schlimm ist, aber dass die Koalition nicht in der Lage ist, irgendeine Entscheidung zustande zu bringen.